Hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Fatal Chief mit einer neuen Ausgabe von Let's Play O-Ton. Und wir sind hier immer noch beim Barrister Timsch in der Hütte und müssen den irgendwie immer noch erreichen. Das ist jetzt alles hier gar nicht so mega einfach, denn der wird ordentlich bewacht und ist halt auch ein Lappen. Jetzt ist er allerdings so doof gewesen. Und... What? Achso. Ja, super geil. Ja, komm her. Bams. So, jetzt habe ich natürlich hier Scheiße gebaut. Das wollte ich nämlich gar nicht. Ich wollte nämlich eigentlich endlich mal nicht tödlich vorgehen. Das war super. Also gut, hier der Barrister ist in der Hütte. Und läuft durch die Gegend. Jetzt hatte ich gedacht, irgendwie ich könnte ihn ein wenig veräppeln und mich an ihn heranschleichen. Das hat leider nicht funktioniert. Naja, neues Thema für heute, habe ich mir überlegt, ist die liebe Abwärtskompatibilität. Warum ausgerechnet dieses Thema? Naja, relativ easy. Microsoft hatte nämlich jetzt vor kurzem angekündigt, beziehungsweise verlauten lassen, dass sie sich immer noch mit dem Thema Abwärtskompatibilität beschäftigen und es gerne für die Xbox One ermöglichen würden. Und echt jetzt, Alter? Jetzt kommst du nicht mehr hier raus, oder was? Son of a bitch. Ja, also sie beschäftigen sich mit diesem Thema. Das finde ich natürlich sehr cool, weil, es ist, also ich fand damals zum Beispiel bei der... Oh, jetzt muss ich mal gerade überlegen, ob ich jetzt hier gerade nicht Scheiße erzähle, aber ich glaube, man konnte damals PlayStation 1 Spiele auf der PlayStation 2 einfach spielen. Das wurde dann, glaube ich, emuliert. Falls ich da jetzt gerade irgendwie totalen Bockmist erzähle, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, PlayStation 1 Spiele auf der PlayStation 3 zu spielen. Und es gibt natürlich irgendwie einen ganzen Haufen sehr cooler PlayStation 1 Spiele, auch wenn die natürlich irgendwie mittlerweile alle nicht mehr besonders gut aussehen. Aber irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Metal Gear Solid 1 auf der PlayStation 1 zu spielen, das ist schon ziemlich cool. Also auf der PlayStation 3 zu spielen, ja. Gibt's natürlich mittlerweile auch ein paar HD-Remakes von. Alles ganz schön und nett, so. Okay, ich muss mir, glaube ich, irgendwas überlegen. Vielleicht... probiere ich das mal so. So, der knackt jetzt. So, verlässt er jetzt hier die Hütte? Wir machen jetzt hier mal die Tür zu. Und hauen mal schnell ab. Ach ja. Na? Ja, also Abwärtskompatibilität hat natürlich irgendwie in der letzten Generation auch so ein bisschen gelitten, möchte ich mal sagen. Es gab ja irgendwie einen Haufen Spiele, die oh crap. Das hätte natürlich echt böse in die Hose gehen können. Ich speichere mal gerade. Das hat, glaube ich, jetzt ganz gut funktioniert. Anderer Spielstand vielleicht. Genau, es gab ja irgendwie bei der Xbox 360 gab es ja am Anfang irgendwie so eine Liste, in denen Spiele aus der Xbox Classic Zeit
also Xbox Classic Titel aufgelistet waren, die dann halt irgendwie abwärtskompatibel waren, die auf der Xbox 360 so liefen. Das war natürlich auch alles erstmal nur emuliert. Und Sony ist ja am Anfang mit der PlayStation 3 sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat am Anfang halt tatsächlich PlayStation 2 Hardware in ihren Konsolen in den ersten Generationen in der ersten Variante der PlayStation 3 halt verbaut. Und jetzt kriege ich dich aber. So, mein Freund. Jetzt reicht's mir mit dir hier. So. Schmeißen wir mal hier den Lump dahin. Jetzt haben wir das endlich geschafft. So. So, muss man hier das Ding an. Juppiduppidu. So. Aha, hier ist also wieder die... ja, super. Ich hätte echt... also das mit dem Aufzug hätte echt gut klappen können, aber ich weiß nicht, warum der eben bei mir nicht losgefahren ist. Naja. Wie dem auch sei. Das haben wir geschafft. Jetzt, nehmen wir mal kurz hier... Nee, Quatsch, wie war das? So. So, genau. Nehmen wir mal hier so ein Ding. Gab schon uns das. Hervorragend. Ja. Genau, und also ich finde es natürlich immer cool, wenn... wenn Spielekonsolen abwärtskompatibel sind, das ist natürlich, das erklärt sich natürlich von selbst, weil man hat sich natürlich auch irgendwie über die ganzen Jahre eine nette Sammlung an Spielen irgendwie zusammengesucht und möchte die natürlich nach Möglichkeit... Was macht denn der hier für ein Kram? Möchte die natürlich nach Möglichkeit auch gerne weiterhin spielen und ich meine, gut, okay, ich bin jetzt niemand, der irgendwie großartig seine Konsolen verkauft, denn wenn ich ehrlich bin, ich habe damals nur meine PlayStation 1 verkauft. Ja. Und na, wenn ich ehrlich bin, das bereue ich auch so ein bisschen. Also, ich habe letztens noch gedacht, so, wäre eigentlich ganz schön, sie noch zu haben. Aber, kann man jetzt nichts dran ändern, ist jetzt so. Und, ach, jetzt kann ich endlich hier die Rune rausholen. Bams. Sauber. So. Was haben wir hier? Nix. Eine Rune fehlt mir noch. Wo könnte die wohl sein? Naja, mal sehen. Ja, und als damals dann halt irgendwie Sony die PlayStation 1 Hardware in ihrer PlayStation 3 verbaut haben, war das natürlich total super. Jetzt habe ich hier schon wieder komplett die Orientierung verloren. Ah ja, hier muss ich lang. Allerdings, dass das natürlich irgendwie auf die Dauer nicht tragbar gewesen ist, ist auch vollkommen klar, weil sowas kostet ja alles Geld. Und einer der Gründe, warum man irgendwie gesagt hat am Anfang so, boah, PlayStation ist ja jetzt nicht so super, waren einfach die hohen Kosten. Also muss man ganz klar sagen, ja, schwärzt sich ein bisschen darüber, dass das Alarmsystem so hässlich sei. Naja.
Ja, also dass das natürlich irgendwie nicht haltbar war, ist vollkommen klar und hat Geld gekostet. Deswegen war die PlayStation 3 auch am Anfang sehr teuer. Und als sie natürlich versucht haben, billiger zu machen, günstiger zu machen, mussten sie natürlich sich letzten Endes dazu entscheiden, dann auch auf die Abwärtskompatibilität zu verzichten. Und haben das dann auch tatsächlich nie wieder irgendwie durch Emulation oder so irgendwie ersetzen können. Was natürlich auch verständlich ist, weil es ist auch nicht so trivial. Also man muss ja bedenken, dass die... So, hauen wir hier mal die Dinger kaputt. So, was haben wir hier? Okay, jetzt haben wir hier Non-Lethal. Genau, das muss ich noch machen. Und dann muss ich das noch mit der, ja genau, mit der Tarotkarte machen. Da muss ich vor allen Dingen mal überlegen, wo das ist. Wo das nochmal war. Das ist jetzt, wie gesagt, ja auch schon ein bisschen her. Aha, den Schlüssel, glaube ich, hatte ich schon. Anyway. So. Zack. Das haben wir gemacht. Und jetzt hauen wir, glaube ich, auf dem Weg hier wieder ab. Oh, oh. Da hinten ist ein Lumpen. Da ist ja noch ein Lumpen. Ah, immer diese Lumpen hier überall. Vielleicht gehe ich doch nicht hier drüber. Ich glaube, das ist letzten Endes egal. What? What is that horrible stench? I can barely breathe. Oh, General Turnbull. Yes, I was expecting you. Please come. Ah, Timsh. It smells like a weeper den. More big rats. I thought we were secure. And we are. The neighborhood is... Kurz mal speichern, nicht, dass ich jetzt hier gleich überrascht werde. Genau, also es ist natürlich nicht ganz so trivial, irgendwie das mit über Emulation zu machen, weil die ganzen Konsolen basieren ja auf anderen Hardware-Plattformen. Also zum Beispiel die, ich weiß gar nicht mehr, was die Xbox Classic für einen Prozessor hatte und für eine Hardware hatte, aber zum Beispiel die PlayStation 3 basiert ja auf einem Cell-Prozessor und dass die halt durch den Intel-Prozessor und der Intel-Architektur von der PlayStation 4 nicht so einfach emuliert werden kann, ist vollkommen klar. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, ob Microsoft es auf die Reihe hinbekommt. Aha, Moment. Are you showing me this to try to convince me that you're above the law? What? Let me see that. This is impossible. Barrister, I am afraid I am going to have to take you into custody. And if I or any of my men contract the plague because of this visit, I'll see that your head rolls. No. This isn't the right document. This... Get him out of here before he starts bleeding from the eyes. And secure this court. It's under... Witzig. Okay, haben wir das gemacht. Alles klar. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier auch irgendwie weiterkommen. Ich könnte natürlich überlegen, ob ich jetzt mal da hinten... Oh, nee, da sind viel zu viele Lumpen. Nee, das ist mir zu heikel. Das mache ich nicht. Ich stippel jetzt mal hier hoch. Wow! Niemand! Niemand zu Hause. Ich bin weg. Puff.
Okay, ich nehme doch den komplizierten Weg. Ah, schade, schade. Es hätte so einfach sein können. Naja. Okay, also speichern. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Dann haben wir jetzt gleich auch hoffentlich die zweite Mission hier aus dem DLC beendet. Und jetzt muss ich nur mal abwarten. Jetzt kommt der Typ hier wahrscheinlich um die Ecke, oder? Na, komm schon. Ja. Guck. Ridiculous. Stupid rats. Plague. So, mein Freund. Gut's Nächtle. Dich legen wir mal hier hin. Kannst dich ein bisschen ausruhen. Du siehst nämlich echt gestresst aus. Und jetzt schlüpfen wir mal hier wieder in diese Gänge und schauen mal, ob wir hier nicht vielleicht irgendwo einen probaten Weg rausfinden. Ja, also, Abwärtskompatibilität, eine gute, coole Sache, macht auf jeden Fall für mich eine ganze Menge Sinn. Scheiße, da ist ja auch überall was. Jorks. Wie komme ich denn nochmal am besten? Damn. Muss mal gerade überlegen, wie ich am besten darüber komme, ohne dass ich jetzt hier wieder entdeckt werde. Warum bin ich eigentlich hier die ganze Zeit am Rumlaufen, am Rumtapsen? Ja. Ich muss irgendwie auf diesen Balkon da hoch. Nope, das hat nichts gebracht. Dann nehmen wir den anderen Weg. Was soll's? Nee. Nicht schon wieder mit Granaten um mich werfen. Das führt wieder zu nix. Weiß ich doch. So, hier ist. Gerade ein bisschen Ruhe. Sehr gut. Ja. Das könnte klappen. Wo ist der Typ? Der dreht sich um. Hervorragend. Ach so, scheiße. Ja, ich wollte die Folge wenden. Haha. Trick 17. Ja, okay, wir machen einfach an der Stelle Schluss. Abwärtskompatibilität, glaube ich, muss ich beim nächsten Mal noch ein bisschen was zu erzählen. Naja, eigentlich nicht. Ich hoffe, dass Microsoft das natürlich auf die Reihe bekommt, damit ich auch meine schöne Xbox 360-Spielesammlung auf der Xbox One zocken kann. Aber selbst wenn es nicht funktioniert, ist es auch nicht so schlimm. Denn ich habe meine Xbox 360 noch und bin großer Fan davon. Spiele damit gerne und mache gerne damit Let's Plays. In dem Sinn verabschiede ich mich wieder von euch und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran.